Moin Moin, Sicrots-Freunde. Willkommen zu diesem Replay. Ultima Ratio hat uns mal wieder ein Replay zur Verfügung gestellt, und zwar eine Shumuru, T9, panasischer Zerstörer, ist das Stichwort. Auf der Karte Weg des Kriegers, Kapitän ist Guildfeeder. Wir bewegen uns hier gleich direkt zu C und geben schon Gas. Die Kapitänskills, präventive Maßnahmen, Beschussalarm, Adrenalinrausch mit letzter Anstrengung, Torpedobewaffnungskompetenz und Tarnungsmeister sowie folgende Module sind im Schiff verbaut: Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Überwachungsradarmodifikation 1, Zielsystemmod 1, Steuergetriebemod 2, Tarnungssystemmodifikation 1 und Hauptbatteriemodifikation 3. Erhöht die Drehgeschwindigkeit, nee, verringert die Drehgeschwindigkeit, aber verringert die Nachladezeit. Also die Türme drehen langsamer, dafür laden sie schneller nach. Das ist so ein Modul, was Vor- und Nachteile hat. Ja, Überwachungsradarmodifikation habe ich erst mal nachgefragt. Er fährt diese Zerstörer-Ding hier auch ab und zu mal ohne Nebel und in einem Verband mit seinen Clan-Kollegen, und dann fährt er ohne Nebel, das heißt noch ein bisschen mehr aggressiver. So, sind auf dem Weg zu C. Schon fast da. Was gibt's zu sagen? Ja, Zerstörer der Fletcher-Klasse, 1963 an die Republik Südkorea übergeben. Und das ist die restliche Geschichte, ist quasi mit der Fletcher-Klasse identisch. Sieht man ja auch optisch. 5x127 mm Kanonen. Und ganz wichtig, panasischer Zerstörer, Tiefwassertorpedos, die keine Zerstörer treffen können, sondern nur Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Die sind hier aber schon recht beeindruckend. Gerade wenn man den zweiten Torpedowerfer drinne hat, kommen die 10,5 Kilometer mit 66 Knoten Laufzeit. Und davon gibt es 2x5 Torps. So, wir sind in C angekommen. Da ist der Gegner aber schon in C drin. Das sieht man schon, dass C da gecapped ist. Er selbst bekommt ein bisschen Unterstützung. St. Louis ist da, Montana ist da, Minotaur ist da. Jetzt kommt es darauf an, den feindlichen Zerstörer zu finden oder halt nicht zu finden, um das Capen aber zu verhindern. Kutusow, großer Kurfürst im Hintergrund. Da ist der feindliche Zerstörer schon. Und der wird gleich großgerotzt. Gleich guter Treffer, 1100, zweimal verteidigt, 2000 Trefferpunkte. Hälfte Energie beim Gegner weg. Selber hat er ein bisschen was kassiert. Auch nochmal getroffen. 7700 Trefferpunkte hat er dem Gegner bereits abgezogen. Er hat selber noch 11.500, wird nochmal getroffen. 10.9 und raus aus dem Cap erstmal. Da wurde wahrscheinlich reingetorpt. Erstmal deffen. Gut, C wird weiter erobert. Gut, das übliche Sperrfeuer, was man in den Nebel absetzt. Es kommt hier noch drauf an, ob hier irgendwo Torps im Wasser sind. Kann er natürlich mit seinem Hydro, mit keinem Hydro, er hat ja keins, nicht erkennen. Und da wird weiter im Nebel fleißig gerotzt. Ja, Torps wirft er gar nicht erst ab, weil, also zumindest nicht in den Nebel, macht ja keinen Sinn, auf anderen Zerstörer zu torpen. Da ist die Kutusow, die da ein bisschen parkt, die aus dem Nebel rausgefahren ist und jetzt gerade wieder rückwärts fährt, hat er gut erkannt. Hat da gleich 10 Torps in Richtung Kutusow geschickt und verhindert der Captain wieder. Ist wieder, naja gut, jetzt ist es eh zu spät, C ist schon gecappt. Leider ein bisschen spät wieder reingekommen. So. Jetzt können wir uns hier das Gefechtsfeld angucken, weil er ist nicht entdeckt, kann aber auch gerade nicht richtig wirken, weil er aus dem Nebel natürlich raus ist. Oh, jetzt, solange er bei C drinne steht, werden die Punkte zumindest nicht gut geschrieben, glaube ich. Da gibt es den Torpedotreffer auf der Kutusow. Glaube, das versucht er zu verhindern. Jetzt wird C erobert. Und Nebel gesetzt, Kutusow feuerfrei.
Immer gute Treffer, kann man gar nicht meckern. Und er rotzt ja hier, was er Zeug hält. Mit seiner Nachladezeit von 2,7 Sekunden, wie er sie geskillt hat, ist das natürlich auch ja, eine echte Ballerbude. Da kriegt er eine Unterstützung von der St. Louis. Alles ein bisschen taktisch. Ein Gegnerschiff hat jetzt schon zerlegt. Ein Kreuzer ist schon raus. Nichtsdestotrotz, Trim Grün hat einen leichten Rückstand. Da kommt Torps von hinten. Er sollte jetzt lieber einen Vorwärtsgang einlegen. Ja, alles gut. Ich denke, er ist soweit safe. Ab hinter die Landzunge da, was da so ein bisschen raussteht. Sehr schön. Gut. Bei C ist anscheinend nicht mehr so viel zu holen. Und in der Mitte geht gerade eine Bismarck auf der Karte. Das kann man da schon ganz gut erkennen. Da ist eine Z46, die ist aber erstmal noch kein Faktor. Die Minotaur hält da auch Ausschau nach den Torpedos. Die gehen vorher auf, bevor er davon betroffen ist. Und los geht's. Die Bismarck macht ein gutes Ziel. Einmal rübergerotzt, über die Inseln, selber geht er nicht auf. Gleich in Brand gesteckt, ganz hervorragend. Nutzt jetzt wahrscheinlich den, ja genau, nutzt den Nebel von der Minotaur aus. Und einmal schön verdeckt getorbt in die Bismarck-Richtung. So, erstmal Nebel, bisschen verschnaufen, bisschen cool bleiben, keine Gefahr mehr aufgedeckt zu werden. 1 Minute 25 hat er Zeit. Ganz entspannt. Nochmal umschauen. Ja, die Torps sind kein Faktor. Und da kommt die Bismarck wieder raus. Die Torps kommen da nicht schlecht. Wenn die jetzt sitzen, haben sie die Bismarck erledigt. Brand, zweimal Torpedotreffer, Wassereinbruch zweimal. Und ich denke, die Bismarck, die wird gleich Geschichte sein. Ja, schön nochmal 1-3 mit HE mitgegeben. Und nochmal eine Runde. Und das war's schon. So, sehr guter Vorteil. Aber die St. Louis verlegt's. Wie gewonnen, so zerronnen. St. Louis ist jetzt raus. Da war noch eine Z46. Sieht man auf dem Radar. Da wird sie gerade aufgeklärt. Jetzt entdeckt er sie. Jetzt hat er sie wahrgenommen. Und die Ballerbude Chongmu legt los. Ich kann aus eigener Erfahrung aus dem Testserver sagen, die macht so viel Spaß. Treffer, Treffer, Treffer. Er wird selber auch hart getroffen. Muss jetzt unbedingt gut treffen. Macht er. Sehr schön. 8 Treffer und von hinten kommt noch eine große Woi. Ist jetzt aber im Nebel nicht mehr entdeckt. Erstmal safe. Sehr schön. Z46 ist raus. Reservoir ist erstmal kein Faktor mehr. Er kann aus dem Nebel erstmal safe schießen. Aber da hat die Yamato die Minotaur zerlegt, die da hinten um die Ecke kommt. Ah, das ist ein ziemlich ausgeglichenes Match. Team Grün liegt von den Punkten her zurück, aber von den Schiffen her sind sie beide auf Augenhöhe. Kann er hier den Unterschied machen, um dieses Gefecht für sich zu entscheiden? Für sich und sein Team? Gucken wir mal, was an Gegnern da ist. Einmal Torps in die Yamato, aber da sind noch ein paar mehr. Yamato ist da, Kutuzov ist da, Charles Martel ist da, eine große Void, die jetzt auf der Karte noch weiß eingezeichnet ist und noch ein Kurfürst. Jo, ich würde sagen, das ist die harte Seite des Lebens. Aber wenn man Ultima Ratio kennt, die nehmen es immer gerne hart. Aber zeigen den Gegner dann auch, wie hart sie selber sind. Und Torpedotreffer auf der Yamato, gut. Hat die Yamato bestimmt gedacht, die kommt vorbei. Leider kein Wassereinbruch. Oh, Distanz behalten, ganz wichtig. Dass die Gegner nicht zu nahe kommen, weil dann kommt man nachher nicht mehr weg. Und bei so einer Horde an Gegnern ist das ein bisschen dramatisch. So, er hat noch 6210 Trefferpunkte übrig. Er hat nur ein gutes Drittel. Da kommen die nächsten Tiefwassertorpedos. Yamato-Treffer. Einmal mit Wassereinbruch. Wenn ich das richtig sehe, hat sie Wassereinbruch? Nee, hat sie nicht. Bei ihm tickt der Damage
der Damage-Meter nicht. Nochmal ein Torpedotreffer im Hintergrund, wahrscheinlich auf den Kurfürsten. Und jetzt Ballerbude Yamato. Erstmal abfackeln, weil er Zeug hält. Ich würde jetzt auf die Grosse Voy gehen. Ja, macht er gerade. Super. Die Grosse Voy ist ein bisschen näher dran und die größere Gefahr für ihn. Gleich wieder im Brand gesteckt auf der Yamato noch. Gut mitgenommen. Grosse Voy gut getroffen. Und nochmal gut getroffen. Nimmt er die raus? Nimmt er sie raus? Jetzt ist sie zu. Jetzt ist die Frage. Die Grosse Voy wurde von der Yamato rausgenommen. Okay. Gut. So, einmal Torps in die Richtung und ich glaube, er wechselt schon das Ziel, weil die Yamato sieht so aus, als ob sie runterbrennt. Auch eine clevere Entscheidung. Ja, da ist sie schon raus. Perfekt. Ja, die Tiefwassertorpedos, die machen schon einiges an Schaden. Und da bewegt sich eine ganze Armada an Torps auf den Kurfürsten drauf zu. Aber der kommt der da durch? Der große Kahn kommt zwischen den Torps durch. Das sieht ja aus, als ob ein Containerschiff anlegt, aber eine Lücke für den Kurfürsten, bitte. Durch dieses Portal musst du kommen. Und Brand gesteckt, entdeckt. Erstmal wieder zulassen, genau, perfekt, gleich zugegangen. Erstmal wieder safe. Ja, seine Erkennbarkeit ist standardmäßig bei 7,2 Kilometer über Wasser und hat jetzt hier aber den Kapitänskill mit dem Thanos-Meister drin, der Thanos-Modul drin, was jeweils 10% bringt und dazu noch die Lackierung, die dann auch nochmal 3% bringt, was für diese geringe Sichtbarkeit von 5,7 Kilometer beiträgt. Und schon ist der Kurfürst raus. Und es ist Silence im Gefechtsfeld. 155.000 Damage hat er schon auf der Uhr stehen. 6 Torpedotreffer, 5-mal Wassereinbruch. Da hinten ist eine Conqueror auf 11 Kilometer, die hier noch rauskommt. Und eine Charles Martel ist da auch noch offen. Einmal mal in Richtung Conqueror getorbt. So, Team Grün führt inzwischen. 2 Caps haben sie, A und B. So, einmal mal blind vorgehalten. Visiert schon die Charles Martel an und sagt einfach, oh, die Richtung passt, Conqueror. Das ist Gefühle im Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind Gefühle im Spiel. Ja, 5,7 geht er auf hier in der Wasseroberfläche. So runtergeskillt hat er. Und das ist schon der Hammer. Auf T9, 5,7 Kilometer. Absolute Kampfmaschine. Wie gesagt, ich habe ihn auf dem Testserver gespielt, den Zerstörer, und der ist der absolute Hammer gewesen. Hat echt Spaß gemacht, die Runde. So, ich denke mal, wenn die Conqueror da nichts dagegen hat, geht sie jetzt raus aus dem Spiel. 1, 2, 3 und weg ist sie. 3 Zieltreffer, 3-mal Wassereinbruch, Unterstützer. Sehr cool. Oh, jetzt bleibt noch die Charles Martel übrig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wirkt bei ihm alles so kontrolliert. So, ich habe einen Plan, das ziehe ich durch und das mache ich und das funktioniert. Man muss nur hart daran glauben, was man macht. Man muss ein Schiff kennen, man muss die Spielart mögen und dann läuft das. Bleibt auf 7 Kilometer Entfernung, Torps sind fertig, zack, Torps sind Wasser. Und jetzt legt sie die kleine Chungmu mit der großen Charles Martel an. Auch dazu kann man nur sagen, krass, wenn er das hinbekommt. Gut, die Charles Martel rechnet jetzt nicht mit den Torps offensichtlich und frisst gleich ein Großkaliber. 2-mal Wassereinbruch, 2 Torpedotreffer. Kommt sie durch die zweite Salve durch? Offensichtlich ausgerichtet. Was macht er jetzt? Er hat jetzt sich zum Schießen entschlossen. Hat schon 2-mal Brand gelegt, das ist natürlich auch gleich richtig glücklich. Motorboost hat er drin, 1,43. Restlaufzeit, hart getroffen worden.
kann aber rechtzeitig dann die Charles Martel noch rausnehmen. Und ich denke, das war eine Vorentscheidung in dem Gefecht. Team Grün führt jetzt deutlich. Er hat hier beeindruckend dazu beigetragen, dass sein Team gewinnt, finde ich persönlich. Sein Stellungsspiel war perfekt, war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, hat seinen Schaden gemacht, den er machen muss und machen konnte. Ich glaube, er hat nichts ausgelassen, was ich jetzt so feststellen konnte. Sehr unterhaltsame Runde, wie ich persönlich finde. 226.000 Damage macht man auch nicht alle Tage. Auch deswegen ist dieses Gefecht hier bei uns als Replay erschienen. Und ja, da ist noch ein Aufklärungsflieger. Er kann jetzt schon so ein bisschen den Sieg auskosten. Die anderen Schiffe sind auf der anderen Seite. Kann die Luftabwehr noch mal ein bisschen was tun. Die soll ja gar nicht so schlecht sein bei der Shungmu. Verhältnismäßig für einen Zerstörer. Zumindest in der Realität waren die Zerstörer, war der Zerstörer wohl relativ gut mit Luftabwehr bestückt. Oh, aus dem Nebel geht das Schiff 2,7 Kilometer auf. Das kann man vielleicht noch sagen, gerade auch, weil er hier so oft aus dem Nebel geschossen hat. Das ist normaler Wert für Zerstörer. Ja, hol dann noch runter. Und da ist er unten. Jetzt ist er auch nicht mehr entdeckt, ist zugegangen. Und die Runde neigt sich dem Ende. Darum breche ich die Runde hier auch so weit ab. Passiert nichts mehr. Hier ist der Overview. Tut mir leid, dass die Qualität so schlecht ist. Es ist leider bei der Datenübermittlung ein bisschen was schiefgelaufen. Darum gibt es heute auch nur diesen einen Screen. Ich weiß es anders, als ihr das von uns normalerweise gewohnt seid. Das bitte ich nachzusehen. Aber diese Runde war einfach so geil, dass sie gezeigt werden musste. Hier nochmal den Schaden. 16.800 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Und ordentlich was an Silber mitgenommen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Abo, lasst ein Like da, teilt dieses Video gerne bei YouTube, Facebook, sonst wo. Wir freuen uns über jeden, der uns anklickt und empfiehlt. Von daher, bis zum nächsten Mal. Euer Secret Team, euer Maracha. Tschüss, tschüss.